Nachdem wir jetzt in den beiden vorherigen Einheiten gesehen haben, wie man Entscheidungsbäume grundlegend definiert und aufbaut und wie man eine der wesentlichen Entscheidungen bei der Konstruktion von Entscheidungsbäumen grundsätzlich trifft, nämlich sollte man eine Zerlegung durchführen und anhand welches Features sollte die Zerlegung durchgeführt werden, brauchen wir jetzt natürlich noch Algorithmen, die das Ganze wirklich durchführen, denn dt-Construct als Algorithmen-Template genügt dafür nicht. Die meisten Methoden darin sind ja nicht ausdefiniert. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist einen grundlegenden Algorithmus, den ID3-Algorithmus von Quinlan. Es gibt noch weitaus fortgeschrittene Algorithmen, die aber den Rahmen dieser Vorlesung hier sprengen würden. Dieser hier zeigt jedoch das grundlegende Schema, beziehungsweise die Umsetzung des grundlegenden Schemas. Ausgangspunkt ist das Setting, das Lernsetting, was wir schon viele Male gesehen haben. Wir haben eine Multimenge von Feature-Vektoren. Wir haben eine Menge von Klassen, dieses Mal mehr als zwei im Vergleich zum Rest der Vorlesung. Und wir haben eine Beispielmenge, wo eine Reihe von Beispielen aus der Feature-Menge, aus den Feature-Vektoren, ihren Klassen zugeordnet sind. Unsere Aufgabe ist es nun, mit genau so einem Entscheidungsbaum diese Beispiele zu erklären oder zu finden. Es gibt zwei Charakteristiken, die erwähnenswert sind beim ID3-Algorithmus. Das erste Charakteristikum ist, dass hier die Entscheidung getroffen wurde, dass genau eine spezifische Art des Splittings vorgenommen wird. Sie haben vorher gesehen, man kann auf drei Arten splitten. Zwei davon waren binär und die erste Art, die vorgestellt wurde, war, dass man im Prinzip alle möglichen Ausprägungen von Feature-Werten eines spezifischen Features heranzieht, um ein Splitting durchzuführen. Das wäre dann hier die Projektion auf das Feature A bezüglich des Feature-Werts 1 und alle Beispiele, die diese Ausprägung haben. Und das Ganze dann vereinigt mit allen anderen Beispielen, die entsprechend projiziert wurden, ergibt dann wieder den ursprünglichen Feature-Raum. Und das Kriterium, das hier herangezogen wird, ist das des Informationsgewinns. Also das heißt, die Entropie-basierte, beziehungsweise, wenn man es dann tatsächlich implementiert, die Gini-basierte Unreinheitsfunktion. Der Algorithmus, hier erstmal hochsprachlich erklärt, folgt dem Template von dt-Construct und die ersten vier Schritte sehen für jeden Aufruf des Algorithmus wie folgt aus: Eingaben, hier konkret eine Menge von Beispielen und die Features, die noch zur Verfügung stehen. Und im ersten Schritt wird einfach ein neuer Knoten erzeugt. Und dieser Knoten erhält sofort ein Label und das ist das häufigst in der Beispielmenge vertretene Label. Und wenn die Menge rein ist, dann wird einfach dieser Knoten schon zurückgegeben. Wenn die Menge leer ist oder beziehungsweise wenn kein Feature mehr übrig ist, dann passiert dasselbe. Es kann sein, dass wir keine Features mehr übrig haben in der Feature-Menge, denn mit jedem rekursiven Aufruf des Algorithmus wird ein Feature herausgenommen. Wenn beide Bedingungen 3 und 4 nicht erfüllt sind, dann wird ein Feature A-Stern ausgewählt, nämlich das am besten die Beispiele in D klassifiziert. Und dieses Feature wird dem Knoten als zugewiesen, genau wie wir es gesehen haben. Hier, na, Entschuldigung, nein, na, bin ich nicht richtig. Gehen wir mal anfangen. Genau wie wir es gesehen haben, hier, das ist die Zuweisung des Features, für das der Knoten steht. Und anschließend wird die Beispielmenge gemäß aller möglichen Werte des Features A-Stern zerlegt. Es wird also ein neuer Zweig im Baum erzeugt, der
mit einer Kante verbunden wird, die das Label erhält bezüglich des jeweiligen Feature-Werts, das gerade in der Vorschleife betrachtet wird. Und es wird das jeweilige Subset DA von der Beispielmenge erzeugt, das alle Beispiele enthält, die diesen Feature-Wert haben. Und die werden dann, und mit damit wird dann im Prinzip der Algorithmus neuerlich aufgerufen und aus der Feature-Menge das Feature A-Stern entfernt. Soweit so einfach. Wenn die Menge zufälligerweise leer sein sollte, dann wird einfach direkt ein Blattknoten dem Baum hinzugefügt und dem die häufigst in D vorkommende Klasse einfach als Heuristik gegeben. Einfach nur, um irgendeine halbwegs vernünftige Entscheidung zu treffen. Auch wenn dann für diese Feature-Ausprägung kein eigentliches Beispiel mehr vorhanden ist in der Beispielmenge. Und irgendwann sind die rekursiven Aufrufe durch und man kann den Baum dann als Ganzes, beziehungsweise seine Wurzelknoten oder die Wurzelknoten der jeweiligen Teilbäume zurückgeben. Das ist im Algorithmus hochsprachlich. Jetzt sehen Sie den Algorithmus noch einmal im Pseudocode übersetzt. Mitchell gibt nur die hochsprachliche Version, hier der Pseudocode. Wir erzeugen einen Knoten, der wird ein Label bekommen. Den häufigsten Cluster müssen wir jetzt nicht nochmal ausrechnen, aber im Großen und Ganzen ist es ganz einfach, wie man das ausrechnet. Und genau, wir schauen uns an, ob die Beispielmenge rein ist. Das wird dann hier nochmal entschieden mit dieser If-Then-Anweisung und schauen uns außerdem an, ob die Feature-Menge leer ist. Anschließend wird der Information-Gain ausgerechnet, der bezüglich jedes Feature, bezüglich jedes möglichen übrig bleibenden gebliebenen Features in der Feature-Menge und das Feature A-Stern damit mit Hilfe der argmax-Funktion ausgewählt. Und zuletzt kommt dann die Vorschleife, die bezüglich jedes Feature-Werts die Teilmenge erzeugt und anschließend den rekursiven Aufruf durchführt. Soweit, so gut. Das ist schon der ganze Algorithmus. Passiert im Großen und Ganzen nichts Kompliziertes. Die entscheidende Methode ist hier. Wir basieren auf dem Information Gain, um das Feature auszuwählen, das uns dabei helfen soll, die nächste Zerlegung durchzuführen. Und im Großen und Ganzen, wie Sie hier sehen, wird der Baum so lange konstruiert, bis keine Zerlegung mehr möglich ist oder kein Feature mehr übrig ist. Genau wie Sie es eben auch vorgeschlagen haben. Das geschieht deshalb, weil immer vorausgesetzt wird, dass im Nachgang noch das Pruning stattfindet. Hier kommt dann jetzt ein Beispiel, nämlich das Beispiel der Mushrooms, das wir schon zuvor gesehen haben. Wir haben schon uns die Frage gestellt, ist denn ein Mushroom bzw. ein Pilz essbar oder ist er toxisch? Wir haben also zwei Klassen und das wollen wir nur anhand dieser drei möglichen Features, die wir aufgezeichnet haben über die Pilze, herausfinden, nämlich Farbe, Größe und ob Punkte vorhanden sind oder nicht. Und wir fangen jetzt also erstmal auf der obersten Ebene an und müssen die Entscheidung treffen, ob oder nach welchem Feature denn zu splitten wäre, nach Farbe, Größe Anzahl der Punkte oder das Vorhandensein von Punkten. Und hier einfach mal die Berechnung des Information Gains als Beispiel für die Farbe, für das Feature Farbe. Wir haben zwei rote Pilze, einer ist toxisch, einer ist essbar, zwei braune und einen grünen. Das Ganze ist dann hier nochmal bezüglich der Teilmengen der Beispiele dargestellt. Das wäre dann die mögliche Zerlegung auch. Und jetzt werden Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten dieses Features in einem gegebenen Pilz geschätzt, auf Basis der Beispielmenge. Das ist jetzt einfach der Maximum Likelihood Estimate, den wir schon zuvor gesehen haben, denn wir wissen es halt nicht besser, wir haben schließlich nur die Trainingsbeispiele, die uns dabei helfen können, diese Wahrscheinlichkeiten zu schätzen. Dass es sich um eine Schätzung handelt, ist hier nochmal
klar ausgezeichnet durch das kleine Dach. Das Ganze dann eingesetzt in die bedingte Entropie, ergibt folgende bedingte Entropie bezüglich hier in dem Fall dem Feature Farbe. Wir können natürlich auch die anderen beiden Entropien ausrechnen. Ich gehe das jetzt hier nicht nochmal durch, aber das können Sie sich nochmal selber klar machen, wie man das ausrechnet. Und das Interessante ist, wir müssen jetzt bezüglich hier, das ist noch eine Kleinigkeit am Rande, wir müssen bezüglich der bedingten Entropie natürlich nicht unbedingt die Entropie von A noch ausrechnen, um den Informationsgewinn tatsächlich zu bestimmen. Weil die Entropie von A ändert sich ja nicht, egal welches der drei verschiedenen möglichen Features wir auswählen von A. Das heißt, eigentlich müssen wir nur das Minimum der bedingten Entropie, das für eins der drei Features auftritt, auswählen, um die Differenz zu minimieren. Und auf diese Weise können wir jetzt auswählen zwischen entweder Farbe oder der Frage, ob Punkte auf dem Bild sind oder nicht. Und um das Beispiel dann jetzt hier fortzusetzen, es wurde sich dann für Punkte einfach zufällig entschieden und wir haben eine binäre Aufteilung, entweder sind Punkte da oder nicht und die Beispielmengen, die damit einhergehen, sind hier zu sehen. Auf der rechten Seite sehen wir, dass alle Pilze, die hier in diesem Zweig des Entscheidungsbaums sind, einer Klasse angehören. Die Beispielmenge ist rein, deswegen müssen wir hier nichts weiter tun. Der ID3-Algorithmus hätte jetzt hier oder würde jetzt hier als nächstes dann einen Blattknoten erzeugen und einfach entscheiden, wenn keine Punkte da sind, ist der Pilz essbar. Und hier müssen wir noch weiter aufteilen, oder zumindest wird der ID3-Algorithmus das tun, gemäß Vorschrift, und als nächstes dann wird das Feature Farbe herangezogen, da es immer noch die geringste Entropie aufweist. Und wir sehen hier eine Aufteilung in die drei Teilklassen der von Rot, Grün, Braun, wobei die jeweiligen Beispielmengen, die diesen jeweiligen Features noch zugeordnet sind, nur ein Beispiel jeweils enthalten. Die Beispielmenge war sehr klein. Wohingegen kein Pilz da ist, der Punkte hat und grün ist. Kein Pilz da ist, der Punkte hat und grün ist. Für den wird natürlich auch eine Entscheidung getroffen und es wird einfach diejenige Entscheidung getroffen, die bezüglich der vorherigen Menge, was war hier die häufigste Klasse und da es keine häufigste gibt, wird sich einfach zufällig wahrscheinlich für eine entschieden. Beziehungsweise, wenn man sich nicht zufällig entscheiden möchte, dann sollte man sich für die sichere Klasse entscheiden. Und im Falle von Pilzen und Essbarkeit ist wahrscheinlich toxisch die sichere Annahme als essbar. Das geschieht hier auch und damit ist der Entscheidungsbaum fertig. Dieses einfache Beispiel illustriert die Anwendung des Algorithmus. Sie sehen, es ist alles keine Hexerei, wirklich sehr, sehr einfach. Wie schon gesagt, suchen wir bei der Konstruktion von Entscheidungsbaum in einem Raum. Und dieser Raum ist jetzt hier mal abstrakt wiederum als eine Art alternativer Baum dargestellt. Es ist der Baum der Auswahl von Features. Jedem Knoten ist ein Feature zugeordnet, mit Ausnahme der Wurzel, da haben wir noch kein Feature ausgewählt. Und jedes Mal, wenn wir uns für ein Feature entscheiden, sind wir einen Zweig dieses Baums, das P Features enthält, gegangen. P ist die Anzahl der verschiedenen Features, die wir jetzt im Falle bei Pilzen waren es drei, beziehungsweise im Falle von Enjoy Surfings waren es, glaube ich, sechs. Oder halt so viele wie Dimensionen, wie unser Feature-Raum hat. Jetzt sind wir diesen Teil gegangen und haben noch P-1 Features übrig. In dem Fall, da wir das erste Feature ausgewählt haben, A2 bis AP und so weiter und so fort. Es wird eine neuerliche Entscheidung getroffen und noch eine Entscheidung und irgendwann steht dann ab hier die Frage offen, welche von den verbleibenden Features sollten noch gewählt werden. Wenn wir irgendeinen Weg durch diesen baumartigen Suchraum werden wir gehen mit unserem Algorithmus. Wir werden aber keinen anderen Weg durch diesen Suchraum gehen. Das heißt, jeder andere mögliche Entscheidungsbaum, den wir konstruieren könnten, den haben wir nicht gesehen, den können wir nicht evaluieren. Wir wissen nicht,
ob unser Entscheidungsbaum, den der Algorithmus konstruiert hat, wirklich der beste ist. Wie schon gesagt, sobald einmal die Entscheidung für ein Feature getroffen wurde auf Basis des Information Gains, ist diese Entscheidung getroffen. Sie kann nicht mehr zurückgenommen werden. Ob es besser gewesen wäre, eine weniger optimale Entscheidung, also eine Entscheidung mit weniger hohem Informationsgewinn zu treffen, um dann in einen besseren Zweig dieses Hypothesenraums zu kommen, der uns einen besseren, endgültigen Entscheidungsbaum liefert, das könnte nur ein Algorithmus, wie zum Beispiel der A-Stern-Algorithmus, entscheiden, der auch Backtracking erlaubt. Vorausgesetzt, wir haben eine Heuristik, die es uns erlaubt, für jede mögliche Zerlegung zu entscheiden, ob denn nicht in Zukunft etwas Besseres herauskommen könnte. Das ist gar nicht so leicht. Diese Eigenschaften, da kommen wir dann wirklich zur Suche-Vorlesung. Da kann man deutlich fortgeschrittene Algorithmen konstruieren mit deutlich besseren Heuristiken auf Basis von Unreinheitsfunktionen. Aber so tief gehen wir hier nicht rein. Das nur als Hintergrund, ja? Nein, genau. Also wir entscheiden uns ganz spezifisch, gierig für den besten Knoten gemäß der Heuristik Informationsgewinn. Genau. Also das ist tatsächlich ein Gier, der ID3-Algorithmus ist tatsächlich ein gieriger Algorithmus. Lokale Optimierung. Der Wertebereich Ihr Modell kann nur wiedergeben und damit auch der Entscheidungsbaum, den Sie auf Basis des Modells konstruieren, was Ihr Modell wiedergeben kann. Mehr kann es nicht leisten. Das heißt, wenn Sie von vornherein schon wissen, es gibt auch blaue Pilze, haben wir jetzt keinen gehabt, aber es gibt auch blaue Pilze. Nun ja, können Sie mit reinschreiben im Modell, aber wenn Sie kein Beispiel dafür haben, können Sie auch nichts lernen. Das heißt, ja, so ist es. Sie haben zumindest, das ist eigentlich das A und O in allen Bereichen des Machine Learnings. Wenn Sie in dem Fall nominelle Features haben oder auch numerische Features, dann sollten Sie sicherstellen, dass Sie für alle möglichen Ausprägungen der Feature, also für alle möglichen Bewertungen, die häufig genug auftreten, auch ein paar Beispiele haben, weil sonst, was wollen Sie lernen? Ne? Man kann nur aus den Beispielen, die da sind, lernen, nicht aus Beispielen, die Sie vermuten, dass sie da sein können. Also das betrifft jetzt nicht nur die Entscheidungsbäume, sondern das betrifft das ganze maschinelle Lernen. Dieser Entscheidungsbaum ist nicht klein. Hier ist das nochmal ausgerechnet. Enthält 2 hoch d verschiedene mögliche Entscheidungsbäume und das ist eine ganze Menge. Und wir müssen uns halt irgendwie entscheiden. Und da kommt jetzt genau der induktive Bias, den wir auch schon beim Konzeptlernen gesehen haben, ins Spiel. Und die Entscheidung, die wir treffen, die Sie eben schon vorweggenommen haben, einfachere Bäume zu präferieren über komplexere, also Occam's Razor anzuwenden. Zunächst einmal die Beobachtung, wir durchsuchen den gesamten möglichen Hypothesenraum. Das ist im Unterschied zum Konzeptlernen, wo wir nur einen Ausschnitt des Hypothesenraums untersuchen. Beim Konzeptlernen haben wir eine Modellfunktion aufgestellt, die einfach nur Konjunktion von Features erlaubt. Hier haben wir Disjunktion von Konjunktion. Das heißt, wenn wir uns das Beispiel noch einmal anschauen, haben wir hier eine Konjunktion entlang jedes Pfads von der Wurzel zu einem Blatt, aber eine Disjunktion über die verschiedenen Pfade, die der Baum abbildet. Das bedeutet, hier haben wir alle möglichen Hypothesen, die man über nominelle Features bilden kann, definitiv abgebildet. Genau, und um eine Entscheidung zu treffen, schaut der Entscheidungsbaum sich nur so viele Features an, wie wirklich nötig sind, um diese Entscheidung zu treffen. Nicht alle anderen auch noch. Das heißt, es werden auch mal absichtlich Informationen weggelassen. Das sind zwei Beobachtungen, die man hier machen kann. Und
Zunächst einmal folgt aus der ersten Beobachtung, dass das Zielkonzept auch wirklich Teil des Hypothesenraums ist, den wir durchsuchen, während das beim Konzeptlernen nicht notwendigerweise der Fall sein soll. Wohingegen diese Beobachtung hier eher dazu führt, dass wir gegebenenfalls falsche Entscheidungen treffen. Ja, wie schon gesagt, wie eben gesehen, oder wie auf der vorigen Folie schon gesagt, wir machen eine lokale Optimierung. Wir schauen nicht, ob wir vielleicht lieber mal einen schlechteren Weg durch den Suchraum gehen müssen, um vielleicht an anderer Stelle einen besseren Baum zu finden, der insgesamt besser generalisiert. Und ob das Ganze dann, also das heißt die Bevorzugung kleinerer Bäume und die Bevorzugung hochdiskriminativer Features bezüglich des Informationsgewinns wirklich gerechtfertigt ist, das ist natürlich eine andere Frage, die man sich stellen muss. Ist das im Fall von Pilzen gerechtfertigt, dass ich mir nicht den Pilz auf alle möglichen Weisen angucke? Jemand, der Pilze im Wald sucht und das wirklich kann, gelernt hat, der nimmt den Pilz als Ganzes wahr. Immer, macht viele Tests. Und nur um sicher zu gehen. Ja. Denn das Risiko, die Kosten einer falschen Entscheidung können sehr hoch sein. Wohingegen das Ganze mit so einem billigen Entscheidungsbaum zu lösen und drei Features ist schon fahrlässig. Genau, das ganz am Rande. Es gibt jetzt noch den zweiten Algorithmus, den CART-Algorithmus, den spare ich mir jetzt, damit ich noch über Pruning sprechen kann heute. Den schauen Sie sich bitte einfach zu Hause an. Der ist nicht viele Folien, der unterscheidet sich auch nur insofern, als dass er ja auch ein binäres Splitting macht und hier neben dem Information Gain auch den Gini-Index noch mit aufnimmt, aber das ist noch ein anderes Ding. Schauen Sie sich einfach mal ganz in Ruhe an. Das ist auf den Folien sehr gut erklärt. Genau, springen wir dann jetzt zum Pruning.